Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Weiter geht's hier bei unserem Big Bug Haus. Nun machen wir die Tour. Wir sind ja hier wieder bei unseren Sims gelandet. Weiter geht's ja hier bei unserem Zoo und das Big Pack House ist jetzt fertig, wie wir uns mal von innen drin uns angucken. Dann würde ich sagen, betreten wir das Ganze einfach und gucken mal. Hoch, da wird man hier gleich überrascht, wie die Decke und so aussieht. Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und ein bisschen überlegt, wie ich mir das Ganze hier innen drin gestalte. War ein bisschen knifflig, hatte viele Ideen gehabt, bis ich erst am Endeffekt so auf dieses Thema gekommen bin. So ein bisschen tempelmäßig wollte ich das Ganze machen von innen drin. Da hatte ich dann auch die Idee gehabt, dass man von außen ein bisschen was nimmt und das innen drin dann, sag ich mal, mit reinbaut. Sag ich mal, jetzt hier über den Eingang hatte ich ja hier so ein bisschen diese Dekoration gemacht. Die habe ich dann innen drin mir gedacht, mal hier ein paar Mal rein. Passt relativ gut. Und natürlich auch die Decke hier noch ein bisschen verkleidet. So kahl sieht das natürlich nicht so aus. Ja, dann kommen wir natürlich jetzt zu den Gehegen, die ich mir jetzt hier reingemacht habe. Ich habe ja erst gesagt, vielleicht mache ich mir hier auch ein paar große Gehege rein. Habe ich jetzt im Endeffekt gelassen, weil ich weiß nicht, das sah nicht so aus, wie ich mir das gedacht hatte. Und dann habe ich mir lieber hier 6 kleine Gehege reingebastelt. Ja, fangen wir hier auf der linken Seite einmal an. Hier sollte jeder, die eigentlich kennen in Minecraft, die Creeper. Wer es nicht kennen sollte, zum Besuch hier immer, sag ich mal, steht auch mal der Name dran vom Tier. Und natürlich nochmal das Spawn Egg. Gleich daneben habe ich mir gedacht, mache ich mir ein paar Silberfische rein. Ich habe bei den Silberfischen auch eine kleine Wasserquelle reingesetzt. Die ist, ja, sag mal, einen halben Block hoch. Sie können da nicht ertrinken drin, aber irgendwie, ich habe sie erst überall hingesetzt, aber sie sind definitiv gleich zum Wasser hingegangen. Wir setzen das Ganze auch. Einer ist, glaube ich, da hinten noch, aber der, ich glaube, der passt da nicht mehr rein und ist ein bisschen bockig und sitzt da hinten in der Ecke. Ansonsten gleich neben den Silberfischen habe ich Schleimsen gesetzt. War nicht gleich meine erste Idee. Ich wollte eigentlich da erst Fledermäuse reinsetzen. Aber irgendwie dachte ich mir, wir bauen ja noch ein Vogelhäuschen später im Zoo. Und da wären, glaube ich, die Fledermäuse besser drin, als wenn wir sie hier reinsetzen. Von da dachte ich mir erstmal ein paar Schleims rein. Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da habe ich ein paar Schalkers reingesetzt. Ein bisschen in ihren Lebensraum, hängen auch ein bisschen hier an der Wand. Ja, neben den Schalkers habe ich einfach einen Ballon reingemacht. Dachte mir, warum nicht? So ein bisschen Abwechslung von der Umgebung, wo sich die Tiere befinden, passt eigentlich relativ gut. Ich wollte nicht immer zu irgendwie solche Höhlen bauen oder ein paar Graslandschaften. Von daher finde ich so eine kleine Abwechslung mit Schalkers oder Lohn aus dem Nether eigentlich relativ gut. Und im Endeffekt habe ich hier noch ein paar Höhlenspinnen reingemacht. Da ist mir aufgefallen, bei meinen Spinnen, nicht nur jetzt hier bei den Höhlenspinnen, wie auch da drüben bei diesen Spinnen, die verschwinden nach einer Zeit. Die können sich irgendwie selber umbringen. Denn ich glaube, ich habe das Gehege immer ein bisschen zu hoch gebaut. Die klettern immer nach oben und dann jumpen die runter und sterben. Da habe ich jetzt mir gedacht, na gut, wenn man trotzdem Spinnen gerne haben möchte, sollte man sich vielleicht irgendwie so mit einer Druckplatte oder irgendwas machen, dass man, sag ich mal, ein paar Spinnen nochmal sich spawnen kann. Ich mache die mal kurz welche so. Die sollten da gleich rauskommen. Ah ja, da kommen sie schon. Ja, und dann kann man sich die Höhlenspinnen oder normalen Spinnen nochmal spawnen, damit, wenn Besucher hier sind und es sollten keine mehr drin sein, kann man sie sich nochmal hier hinsetzen, dass man sie ja dann auch ein bisschen begutachten kann. Ich habe jetzt hier auch bei den Höhlenspinnen so ein kleines Spielzeug mit reingemacht, so eine Lore, die können sie immer hin und her schubsen, damit sie was zum Spielen haben. Ist ja meistens auch in Zoos so, ne, dass man sich was überlegt für die Tierchen, damit die eine Beschäftigung haben, ne, damit die, sag ich mal, nicht nur in der Ecke hocken und nichts tun, ne, haben sie dann hier auch was Kleines zum Spielen, die Spinnen zum Beispiel. Ja, ansonsten fand ich auch noch hier, sag ich mal, in unserem Big Bug Haus die Mitte ein bisschen leer und habe mir einfach ein paar Sitzgelegenheiten gemacht. Kennt man ja vielleicht auch so, dass ja auch meistens im Zoo dann in der Mitte irgendwie in solchen Häusern auch Sitzgelegenheiten sind oder so kleine Spielchen, wo man, sag ich mal, etwas spendet für eine gute Sache. Ich kenne ja vielleicht diese Brunnen, wo man da so eine Münze reinwirft und die kullert dann so nach unten und dann plupp, hat man da was gespendet für den Zoo. Ja, ansonsten geht man dann bei dem Big Bug Haus hinten raus und dann zack, ist man durch. Aber das ist auch noch nicht alles, was ich hier so ein bisschen gemacht habe. Ich habe hier auch an den Seiten von unserem Big Bug Haus ein paar, ja, Büsche und sowas hin platziert. Beim Original ist es nicht, aber ich dachte mir, so ein bisschen kahl sieht das Ganze ein bisschen unschön aus und dachte mir, mache ich ein bisschen was hin. Auf der anderen Seite natürlich auch so gemacht, aber hier, weiß ich, oh, fällt das nicht so auf, weil wir hier sicher schon die Ecke haben. Ansonsten, das ist hier das Big Bug Haus. Es ist jetzt komplett fertig. Wir machen uns dann gleich an das nächste Projekt dran. Habe ich mich schon ein bisschen hingesetzt. Ich wollte denn das Vogelhäuschen daneben hinsetzen, ist dann so, sag ich mal, wo alle Vogelarten drin sind, dann kann man dann reingehen und dann
ja, ist innen drin so ein kleines Biom aufgebaut und wo denn, sag ich mal, die ganzen Tierchen sind. Das ist hier schon ein bisschen der Vorbau. Ich werde aber noch ein bisschen dran tüfteln müssen, weil mir gefällt an sich das Dach noch nicht. Das passt noch nicht so ganz zum Original. Da muss ich mich noch ein bisschen hinsetzen, aber das kommt dann als nächstes, denke ich mal, von unserem Zoo. Aber ich weiß nicht, ob es denn auch das nächste Video wird. Ich möchte irgendwie auch wieder was anderes von den Sims noch nebenbei bauen. Mal gucken, was ich mir da wieder raussuche. Ansonsten wollte noch mal einer gegrüßt werden. Das blende ich jetzt mal hier ein, wer gegrüßt werden wollte. Hier bei The Big Bug House. Ich wollte es eigentlich auch in der letzten Folge machen, aber habe ich leider nicht mehr dran gedacht. Tut mir leid, da war ich wieder voll im Bauen drin und alles. Ja, aber jetzt hier habe ich dran gedacht. So. Ja, ansonsten, das ist das Big Bug House. Und jetzt wollte ich noch mal kurz hier zeigen bei unserem Monkey-Gehege oder auch Spinnen-Gehege, was ich hier so ein bisschen gemacht habe, ne? Statt Affen. Da hatte ich auch immer das, dass die Tierchen sich immer umgebracht haben. Die sind immer bis hier oben an diese Halterungen geklettert und dann sind sie immer hier runtergesprungen. Ich habe hier noch ein bisschen extra so eine Halterung gemacht und alles, auch hier mit den neuen Stufen und Treppen hier von den Steinen, habe ich das Ganze ein bisschen noch, ein bisschen, ja, sag ich mal, optisch verbessert, ne? Oder auch ein bisschen mehr hingesetzt, damit ich dachte, dass die Tierchen darauf landen und nicht immer auf dem Boden knallen und dabei sterben, weil irgendwie ob einer Blockhöhe von 4 Blöcken können sie sich selber Schaden zufügen und bringen sich um. Kann ich nicht mehr verhindern, irgendwie schaffen sie es immer wieder, auch egal wie viel ich da reinsetze. Von daher mache ich ihn jetzt hier immer, wenn mal einer Besucher da ist, der kann dann hier auf die Druckplatte gehen, dann hat er hier ein paar Spinnen wieder drin und kann sich das Ganze angucken, wie sie hier umherspinnen, ne, umherklettern. Da klettern sie immer nach oben, ne, auch, sagen wir jetzt hier einfach an so einer Stange klettern sie bis nach oben und dann springen sie meistens immer gerne runter und dadurch gehen sie halt doof. Finde ich ein bisschen doof, aber naja, gut, da muss man sich halt immer hinsetzen, ne? Hat man gesehen, da hat sie sich gerade Damage zugefügt. Naja. Gut, dann war es das hier erstmal von dieser Folge. Wir hören uns denn und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Mal gucken, was wir denn basteln werden. Ja, aber ansonsten stelle ich mich vor unseren Big Bug House hin und dann heißt es für mich, wenn ich safety stehe, sage ich nur eins zu euch und zwar ganz einfach, tschüss.